Moin zusammen, meine Haare sehen wieder on fleek aus. Morgens um 20 vor 6 ist es jetzt. Um 5 hat der Wecker geklingelt. Wir fahren nach Harburg zur Vielseitigkeit, zur E-Vielseitigkeit. Das Auto sieht wieder aus wie eine Rumpelkammer. Mit dabei ist der Pfiffi und wir treffen vor Ort noch die Franzi. Und ansonsten bin ich alleine unterwegs. Ich hoffe, das wird einigermaßen klappen. Polly ist auf jeden Fall morgen zuckersüß, muss ich echt sagen. Richtig niedlich. Aber ich bin 6 Minuten nach der Zeit, also werde ich mich jetzt ein bisschen sputen und Gas geben und losfahren. Bis später. So, wir sind jetzt schon zur Meldestelle gelaufen, haben uns schon eine Dressur von Franzi angeguckt. Die sah ganz gut aus. Und da ist es wie ein Verkaufshündchen am Hänger angebunden. Und hinten im Anhänger ist Polly. Ich mache die Tür jetzt noch nicht auf, weil sie nämlich sonst sich die Töpfchen kaputt macht, weil sie rausgucken will. Ja, wir haben jetzt noch irgendwie knapp eine Stunde. In einer Stunde muss ich definitiv auf dem Pferd sitzen. Jetzt gucke ich gleich mal, wie ich das mache, weil ich auf jeden Fall Stoll reindrehe zum Abreiten, weil es auf Gras ist. Und die Prüfung selber auch auf Gras. Und nicht, dass sie mir da hinten wegrutscht. Das wäre halt super ärgerlich. Ne, Rüdi? Wäre ärgerlich, ne? Ja, ich gucke da aber auch wie angeschossen. Ja, eine kommentierte Dressur. Los geht's mit der einfachsten Dressuraufgabe der Welt. Einreiten, im Schritt X halten, grüßen. Das Viereck war eigentlich ganz gut angelegt. Da ist ja dieser kleine Zaun da drumherum. Das fand sie ein bisschen komisch, ich muss mich mal ein bisschen räuspern, weil ich Husten habe, nicht wundern, weil sie da immer mit dem Schweif so gegen gependelt ist und dann hat das immer so ein Wischgeräusch gemacht und das fand sie ein bisschen merkwürdig. Genau, dann kurz vor den Richtern antraben, das hat sie auch artig gemacht, also sie war eigentlich echt super gut den Tag, fand ich, also hat echt Spaß gemacht, so ein bisschen spannig, ja, aber trotzdem halt bei mir. Und ich weiß, letztes Jahr wollte sie da schon 5-mal aus dem Viereck springen, als wir alleine die lange Seite runtergegangen sind. Und dann ist sie ja sogar einmal letztes Jahr wirklich aus dem Viereck gesprungen. Jetzt kommt durch die ganze Bahn wechseln. Da ist sie auch. Also sieht man auch, dass sich die Anlehnung jetzt im Laufe des letzten Jahres wirklich super verbessert hat. Und sie natürlich mehr durch den Körper noch gehen muss. Aber das fällt ihr halt einfach super schwer, weil das eine unbekannte Situation ist. Also alles, was erstmal unbekannt ist, muss sie sich ja total festhalten und richtet sie sich ein bisschen auf. Das sieht man jetzt von außen gar nicht so. Aber sie ist halt nicht so super losgelassen, wie sie es jetzt halt zu Hause wäre. Das ist dann ein bisschen schwierig. Muss man sie ein bisschen runterfahren und dann geht natürlich auch der Ausdruck verloren. Ganz ähnlich wie dann in Segeberg, wo sie dann ja viel Ausdruck hatte, aber die Losgelassenheit nicht so wirklich da war. Ja, das Außenzirkel wechseln war auch gut. Hat sie auch sehr artig gemacht. Und jetzt kommt sie halt so ein bisschen mal zum Losmachen, jetzt gehört zum kleinen Schnauben. Und wieder angaloppieren. Die ganze Bahn. Lange Seite runter, also ist wirklich die einfachste Aufgabe der Welt, aber auch die hat ihre Tücken. Da ist sie jetzt schon schön bei mir, so jetzt ist sie eigentlich im Viereck angekommen, dann ist aber die Aufgabe eigentlich schon fast wieder zu Ende. Jetzt denkt sie, kommt ein Schrittübergang, war so ein kleiner Ruckel drin. Jetzt hinter dem Busch bei M, dann durchparieren zum Schritt. Und an der Mitte der langen Seite rechts um. X rechts oben und vor den Richtern halten, grüßen. Schritt fand ich jetzt auch gut, da habe ich ja immer ein bisschen Angst auf Turnier, dass sie mir da anzackelt, aber das war völlig in Ordnung. Und sie hat da wirklich superartig mitgemacht. Genau, halten, grüßen, Feierabend. So, mit Dressur bin ich jetzt durch. Rüdi ist auch da, da hinten steht Polly und frisst ihr Heu. Muss ich schnell umsatteln und, also umgesattelt habe ich schon, aber noch Gamaschen ran und ich glaube nochmal Pipi machen lieber. Und Dressur bin ich sehr zufrieden. Ich glaube, es gab eine 7,2 oder 7,4 oder 7,0, kann irgendwie auch sein, ich habe keine Ahnung. Weil ich nämlich noch einen Richterkommentar gekriegt habe und der hat 1000%ig gestimmt. Also ich mache mich immer so ein bisschen bei ihr fest in der Lendenwirbelsäule und bleibe so ein bisschen mit der Hand warten dran, weil sie halt erstmal so ein bisschen aufgeregt bei einem Viereck. Sie hat das irgendwie, war der Schweif immer gegen dieses Holz und das hat so ein ganz komisches Geräusch gemacht. Dann hat sie da immer schon so hingeschielt und dann mache ich mich halt selber immer so fest. Also da muss ich halt dran arbeiten, dass ich selber viel mehr zum Loslassen komme und dann meinte sie, kann es auch mal eine Note mehr geben. Sehr ärgerlich, aber mein Gott, wir üben einfach weiter und jetzt muss ich fertig machen zum Springen. Liebe Franzi hat nämlich gefilmt. Liebe Grüße nochmal an Franzi, die irgendwo da hinten steht und nämlich das gleich noch alles filmt. War sie eigentlich auch ganz gut. Ich bin leider ein bisschen lange abgeritten, weil sich das da alles ein bisschen verzögert hatte. Das war im Endeffekt ein bisschen doof, weil ich hätte einfach eine halbe Stunde später anfangen können abzureiten. Aber gut, okay. Während des Abreitens war sie so ein bisschen gemischt. Mal an, mal doll, mal rauf, mal runter. Aber eigentlich springt sie dann trotzdem immer sauber. Also da ist jetzt bei der Höhe oder gerade bei der Höhe nicht das Problem. Manchmal hat man das ja, wenn die Sprünge kleiner sind, dass die Pferde dann so ein bisschen unvorsichtiger werden. Aber das ist bei ihr eigentlich auch nicht so.
kommen dann ganz gut eigentlich durch. Der war jetzt so ein bisschen dicht. Der fliegende wechselte wieder über Arsch hoch. Dann ging es weiter auf so eine kleine Distanz, 3 auf 4. Konnte sie dann eigentlich auch ganz gut regeln und reiten. Kam dann passend hinten an. Jetzt geht es hier weiter zu einer Kombi. Wie gesagt, das war echt schön. Ich konnte sie da immer wieder auch mal abstellen und zu mir rufen. Das war wirklich gut. Kam da auch durch mit meinen halben Paraden. Auch jetzt im leichten Sitz, dass sie da nicht die Rübe hochreißt und Gas gibt. Wie gesagt, alles sehr, sehr harmonisch hat sich das angefühlt. Ja, dann waren wir über die 6 rüber. Jetzt kommt noch der letzte Sprung. Das ist dann die 7. Noch schon mal schön reingesetzt, ruhig geblieben. Und da zieht sie halt wieder von alleine los. Aber halt super artig geblieben. Und das hat echt Spaß gemacht. Das ist nämlich die liebe Franzi, die Hallo. Gefilmt hat. Richtig cool. Und ihr Papa, Rüdi hier, hat nämlich Bilder gemacht, sogar von der Dressur. Springen kann man kaufen, habe ich gesehen. Ja. Da steht einer ja. mit so einem Megatele. Der hat auch Visitenkarten ausgelegt. Ach was, dann muss ich gleich nochmal hin. Ja. Weißt du, wie der heißt? Gleich mal Schleichwerbung. Also, Potti ist da hinten. Sieht man sie gerade nicht, aber die mummelt ihr Heu. Rüdi wuselt hier zwischen unseren Beinchen rum. Das findet ihr alles ganz witzig. Thomas X, ach was, der war letztes Jahr auch hier. Ja. Ja. Sehr schön, dann können wir uns da wieder, werden ich wieder mein Bankkonto belasten nachher, falls wir durchkommen. Wir gehen jetzt erstmal was mampfen, Mittagspause dauert ewig gefühlt gleich wahrscheinlich. Ja. Und dann gehen wir Gelände ab, ne? Ja. Wollen wir Gelände mehrmals abgehen? Ja, ne? Können wir gerne, jetzt schon. Ja. Wir haben ja Zeit. Eben. Wir gehen also Gelände gefühlt wahrscheinlich 100.000 Mal ab, das Hühnchen wird sich freuen. Ich muss keine Kackibeutel mit, fällt mir gerade. Ich habe schon eine Skizze gesehen. Echt jetzt? Ja, 15 Sprünge sind. Na, das ist aber gut. Das ja. Warten wir es mal ab, was gut nachher auch wirklich bedeutet für uns, ne? Ja. Ja. So, wir geben später. Unser Bestes. So, zurück im Auto. Rüdi frisst gerade seine Wurzel. Das Auto zeige ich euch nicht. Das sieht so wild aus hier, ey. Das sieht aus wie, keine Ahnung, 3 Wochen Urlaub im Auto. Aber Polly da hinten, ich weiß gar nicht, ob man es sieht, frisst auf jeden Fall auch artig. Ihr Heu hat auch schon ein bisschen was getrunken jetzt. Wir haben jetzt eine Pause. Franzi und ich sind schon die Strecke abgegangen. Prüfung wurde eine halbe Stunde vorgezogen. War gut, dass wir so zeitig abgegangen sind, weil sie nämlich dann gleich los musste, weil sie, glaube, drittes oder viertes Pferd ist oder sowas. Und deswegen gehe ich gleich nochmal hin, mache jetzt kurz einmal Füße hoch. Rüdi frisst sein Möhrchen. Dann können wir einmal ein bisschen runterkommen, entspannen. Wir sind nämlich um 2:30 ungefähr dran. Ja. Jetzt kommen da die anderen vorbei. Der Geländereiterwettbewerb, die kleinen Kiddies. Mega süß! So, Haare sind wieder zurückgesteckt. Polly ist auch fit. Rüdi ist im Auto und hat die Spukweste als Wärmer bekommen, damit er halt schön warm bleibt, weil er ein bisschen gefroren hat, ne, so Schnuppi? Ein bisschen. Und jetzt gehen wir gleich zum Abreiten vom Gelände und ich bin mal gespannt, wie es läuft. Sehr gespannt sogar. Im Gelände ging es dann auch gleich los. Der erste Sprung ist leider nicht mehr drauf, weil man das nicht alles übersehen konnte. Und Franzi hat sich dann klugerweise dahin gestellt, wo man wirklich das meiste sehen konnte. Da hinter dem Busch ist jetzt so eine kleine Lokomotive. Da hatte ich ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, dass sie mir da dran vorbeiläuft, weil die so ein bisschen guckig war mit so einem schwarzen Loch daran. Dann ging es weiter auf diesen kleinen Hügel, sag ich mal, weiter über diese beiden Baumstämme. Eigentlich auch keine Aufgabe, aber das war ja ihre erste Vielseitigkeit, ohne dass wir zum Trainingstag hingefahren sind, auch wenn wir letztes Jahr schon da waren. Aber jetzt sieht man halt genau an diesem Sprung, wie sie einfach so mit sich zu tun hat und da überhaupt nicht zum Springen kommt und sich dann so festhält, dass sie dann wirklich so einen Kanickelsprung da irgendwie rüber macht. Der war jetzt wieder schön. Da ist sie eigentlich quasi nur rüber galoppiert. War halt alles ein bisschen doll im Vorwärts, aber das Ding ist, dass ich das bewusst auch gemacht habe und sie auch bewusst so ein bisschen kurz genommen habe vorne, dass sie einfach wirklich auf der Spur bleibt, die ich ihr vorgebe. Denn das ist immer noch ein großes Problem, gerade in unbekannter Umgebung. Ob das jetzt beim Ausreiten ist zu Hause, wo sie schon 20 Mal gelaufen ist, oder halt auf fremden Plätzen. Viereck ist genau das Gleiche. Der Sprung jetzt war eigentlich auch von dem Ding her nicht schwierig, aber dadurch, dass es ans Zelt geht, zwischen den Leuten durch, dann irgendwie schon. Weiter ging es dann hinten lang unter diesem Wasserturm oder an diesem Wasserturm lang. War hinten noch ein Schweinerücken. Jetzt geht so eine Stufe runter und da hätte ich sie viel mehr aufnehmen müssen. Da brettert sie mir eigentlich nur durch, als wenn das ein Zeitspringen ist so. Der Sprung war jetzt aber auch schon und jetzt merkt man auch an ihrer Galoppade, dass sie jetzt so ein bisschen im Kurs angekommen ist. Also jetzt ist eigentlich so ein bisschen der, wo man sagt, ja, ist in Ordnung, kann schon mal galoppieren, auch wenn der nächste Sprung dann nicht mehr ganz passend hinkommt. Ich wollte groß, sie hat noch einen kleinen gemacht, alles gut, finde ich halb so schlimm.
Der zweite raus ist dann wieder besser und da sind wir jetzt im Ziel und ich war echt super glücklich mit der Mausi. So, wir sind Gelände durch. Ich habe Polly schon wieder auf dem Anhänger. Ich wollte sie da jetzt nicht so lange stehen lassen, nur weil ich das Video drehen will. Gelände war sie sehr an. Ich habe sie dann auf dem Abreiteplatz leider auch ein bisschen zu doll angemacht. War auch ein bisschen mein Fehler. Aber ich muss das halt immer so ein bisschen abfragen, ob sie mir auch wirklich zuhört. Deswegen ist es dann manchmal so ein bisschen schwierig. Aber sie ist durch und wir hatten keine Hindernisfehler. Definitiv keine Zeitfehler, weil wir echt fix unterwegs waren. Und wir haben dafür allerdings nur eine 6-1 gekriegt. Ich denke, dass es wirklich so daran liegt, dass ich mit der Hand mal ein bisschen durchkommen wollte, dass es nicht immer schön war, dass wir auch nicht alle Sprünge passend getroffen haben. Aber es ist halt, weil ich sie immer schön geguckt habe, dass sie vor mir bleibt. Und ich muss mir, Franzi schicken bestimmt nachher noch das Video, dann muss ich mir das nochmal angucken. Aber ich denke, damit kann ich trotzdem sehr zufrieden sein, weil sie halt so ein bisschen wieder Probleme hatte auf dieser großen Wiese. Und dann muss sie mir zuhören und sich auf mich verlassen. Aber das hat alles richtig gut geklappt. Deswegen ist die Note absolut zweitrangig. Sondern dieses Gefühl, dass ich halt wirklich losreiten kann und den Trainingstag vorher war ich ja nicht da, dass das geklappt hat. Also richtig gut. Ich bin total stolz. Und die ist echt noch richtig knackig frisch unterwegs. Also ist auch ein gutes Zeichen, dass sie jetzt noch so gut drauf ist. Will man ja auch mal gesagt haben, ne? Und was ich noch sagen musste, wir hatten in der Dressur, war ja noch der Richterkommentar, die Grundgangarten sind gut. Oder da, irgendwie sowas hat sie gesagt, wo ich dachte so, ja, das ist ja wahr. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt noch mal gucken. Wir waren nach Dressur und Springen richtig gut dabei, aber ich denke mal, die Satz 1, weil das Gelände hier doppelt zählt, wird uns jetzt richtig weit ab vom Schuss gehauen haben. Aber selbst wenn es so ist, dann ist es so, wäre zwar mega schade, aber mein Gott, wir sehen uns vielleicht später noch mal. Ja, das hatte ich auch noch nie. War ich gerade auf Toilette, komm raus und höre nur meinen Namen. Ich so, ey, warte mal, ich kann doch gar nicht platziert sein eigentlich. Ja, auf jeden Fall bin ich in Dressur und Springen noch platziert gewesen. Und Franzi, die ist nämlich schon los. Die war in der Dressur auch noch platziert. Und da habe ich hier noch die Schleife. Also fahren wir doch nicht ganz erfolglos nach Hause, mehr oder weniger in Tüdelchen. Ja, also ich bin sehr zufrieden mit dem Tag und es hat echt Spaß gemacht. Ist natürlich immer blöd, wenn man dann das Gelände versaut, aber ich habe mir das schon gesehen, als ich eigentlich beim Nennen so, Gelände zählt doppelt, da weiß ich, dass wir einfach dann so ein bisschen doll sind manchmal. Da müssen wir einfach noch dran arbeiten, an der Rittigkeit dann im Gelände wirklich selber. Aber ich bin ansonsten sehr, sehr zufrieden und jetzt geht's auch nach Hause. Die haben nämlich alle keinen Bock mehr und ich auch nicht. Also alle, Polly und Rüdi, die sind jetzt echt durch. Bis zum nächsten Video. Tschüss.